Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Dr. Stamp hat eben gesagt, die FDP wäre beim vorangegangenen Thema in der Lage, wesentlich konkreter zu sein. Eine solche konkrete Herangehensweise hätten wir uns auch für diesen Antrag gewünscht. Liest man nämlich den Antrag der FDP, so stellt sich die Frage, was sie denn konkret erreichen will. Worauf bezieht sich die FDP, wenn sie sagt, dass die Potenziale der Schulen in freier Trägerschaft unzureichend eingebunden sind? Welche exemplarische deutschlandweit an Schulen in freier Trägerschaft durchgeführte Abfrage hat dies denn gezeigt? Welche Problemlagen auch in Nordrhein-Westfalen sind denn jetzt konkret gemeint? Worin besteht der deutliche organisatorische Verbesserungsbedarf? Worin die Finanzlücke oder die Finanzierungslücke? Immerhin, die FDP konstatiert die gesamtgesellschaftliche Herausforderung der Flüchtlingsfrage und insbesondere auch im Bildungsbereich. Sie erkennt die großen Anstrengungen auch durch staatliche Ebenen und durch das zivilrechtliche Engagement an. Sie beschreibt, dass sich die Ersatzschulen auch in der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung sehen. Und das ist gut so. Aber dann suggeriert die FDP, dass das Ministerium Hürden für Schulen in freier Trägerschaft zur Beschulung von Flüchtlingskindern und Jugendlichen aufbaut. Den Beleg dafür bleibt sie allerdings schuldig. In NRW haben die Schulen in freier Trägerschaft ebenso wie die staatlichen Schulen die Möglichkeit, Flüchtlingskinder und Jugendliche aufzunehmen. Sie können jederzeit Schülerinnen und Schüler, einzelne Schülerinnen und Schüler integrieren. Auch für sie gilt, dass sie internationale Vorbereitungsklassen einrichten können. Der Bewirtschaftungserlass, die Kollegin Hendricks hat es schon benannt, des MSW ermöglicht, dass auch für diese Schulen, wie bei den vergleichbaren staatlichen Schulen, ein Unterrichtsmehrbedarf von einer halben Stelle anerkannt wird, bei einer Lerngruppe von mindestens 15 neuen zugewanderten Schülerinnen und Schülern. Auch wenn die Bezirksregierungen für Schulen in privater Trägerschaft unterjährig keine Stellen zuweisen können, so besteht doch die Möglichkeit, hier nachzusteuern. Das zeigt auch ein Bericht des VDP, des Verbandes Deutscher Privatschulen NRW, am Beispiel der Otto-Kühn-Schule in Bonn-Bad Godesberg. Gemeinsames Ziel aller Schulen ist, den zugewanderten Schülerinnen und Schülern Sprachkenntnisse zu vermitteln, sie soweit möglich am bestehenden schulischen Angebot teilhaben zu lassen, beim Sport, beim Kunstunterricht oder in Arbeitsgemeinschaften, und sie so schnell wie möglich in den Regelunterricht zu integrieren. Wenn im FDP-Antrag von einer Finanzierungslücke gesprochen wird, dann erwarten wir, dass dies auch belegt wird, worin diese denn jetzt konkret bestehen sollen. Es kann doch nicht die Übernahme des Elternbeitrags der Schulen gemeint sein oder die eines des Eigenbetrags der Schüler, Entschuldigung, der Schulen gemeint sein oder die eines Elternbeitrags für das jeweilige Flüchtlingskind durch das Land. Diese Kosten sind von den freien Trägern zu erbringen. Hier gibt es Möglichkeiten, das ist auch genannt worden, Sponsoring, Spenden, da Unterstützung zu geben. Hier kann es aber keine Vorzugsbehandlung gegenüber den staatlichen Schulen geben. Die verlangte Einbindung der Schulen in privater Trägerschaft kann auch nicht heißen, dass Kommunen diese Schulen in die Pflicht nehmen. Frau Geber, das wissen Sie sehr gut, dass das nicht geht. Immerhin besteht das Prinzip der Freiwilligkeit. Und vielerorts ist die Bereitschaft der Schulen bislang nicht erklärt worden. Vielleicht passiert jetzt mehr. Wir haben es gerade vom Bistum Köln gehört. Für die Schulen in privater Trägerschaft, die bei der Beschulung von Flüchtlingskindern und Jugendlichen mitmachen wollen, sind die kommunalen Integrationszentren die Anlaufstelle. Die KIs haben die Aufgabe der Erfassung und Zuordnung der Kinder übernommen. Die Schulen sind sicher dort gerne willkommen. Sie können daran gleichberechtigt teilnehmen. Und ein zusätzliches Gremium scheint mir auch nicht notwendig dafür zu sein, um diese Fragestellungen zu regeln. Und Frau Vogt, ich habe ja gedacht, wir kämen bei diesem Thema mal daran vorbei.
Nein, es kommt wieder. Die Frage nach der Erhebung von Daten, nach dem Zählen, nach dem Zusammentragen. Man muss sich doch mal fragen, welche Kosten ausgelöst werden, wenn wir zu jedem inhaltlichen Thema, was wir hier diskutieren, eine empirische Erhebung durchführen dürfen. Ich glaube, die Gelder sind anders, besser angebracht und wir können mehr dadurch erreichen. Und ich frage die Frage eines Gesamtkonzeptes für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien oder den UMS. Das ist, glaube ich, in diesem Lande auch geregelt und das ist auf einem guten Weg. Vielleicht. Zum Antrag der FDP möchte ich abschließend noch feststellen, dass er ein Problem aufzeigt, das dem Grunde nach nicht existiert. Vielleicht ist das eigentliche Problem der FDP ja mit ihrer permanenten Suche nach Themen, mit denen sie meint, dem Ministerium falsches Agieren nachzuweisen. Ist es das, was Schulen brauchen? Werden wir damit wirklich der Aufgabe der Beschulung von Flüchtlingskindern gerecht? Und erreichen wir damit Integration? Nein, wir sagen nein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.